Hallo Leute, hier ist wieder Sony und ich habe den Tobias im Gepäck. Hallo, ich grüße. Und wir haben vor, einfach mal, ich meine, das haben wir zwar schon mal so ansatzweise gemacht, aber wir wollen einfach ein komplettes Review der Stirb langsam Reihe starten. Beginnen wir also chronologisch mit der 1. Ich möchte erstmal, dass Tobias kurz erzählt, worum es in dem Film geht, weil er war von dem sehr viel überzeugter als ich. Also Stirb langsam 1 gilt als einer der einflussreichsten Actionfilme überhaupt und man könnte fast sagen, sogar der beste aus den 80ern, und so weit würde ich sogar schon gehen wollen. Ja, so viel gibt es da auch nicht, ich weiß. Also die man wirklich im Kopf behalten könnte. Wesentlich geht es darum, dass halt eben der Durchschnittsbulle, John McClane, ja, mit dem rüberfährt zu seiner Frau nach Los Angeles, also von New York aus, um sie halt eben zu besuchen. Die ist gerade auf einer Firmenparty in so einem supermodernen Mega-Hochhaus. Und infolgedessen kommt es eben zu einer Geiselnahme und John McClane fight sich halt eben als einsamer Rächer sozusagen durch die Etagen durch. Das ist so ganz, ganz kurz der Inhalt von Stirb langsam 1. Viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Dezente Anmerkung an die Geschichte. Erstens, es gibt einen furchtbar nervigen, notgeilen Kollegen. Es gibt einen relativ guten Bösewicht, gespielt von Alan Rickman, was eigentlich die größte Aufwertung für einen Bösewicht ist, den sie Definitiv, in ja. der Reihe haben konnten. Und John McClane sitzt die Hälfte der Zeit einfach nur rum. Vergiss auch nicht Arschgeil. Und Argyle, den ich gerade Arschgeil getauft Eine habe. sehr geile Nebenfigur übrigens. Ja, super Typ, Limousinenfahrer, der ist wirklich witzig. Ein schwarzer Typ, der in der Limousine mit einem Teddy eine Party feiert. Und mit einem Teddy meinen wir einen Teddy. Ja. Das soll eigentlich zum ersten Teil reichen, mehr kann man da groß nicht sagen. Also wie gesagt, es gab technische Neuerungen, es gab halt die Einführung des Standardspruches. McLean hatte da übrigens auch noch Haare. Das ist ein, ja, Teil 2 auch noch Haare, Teil 3 schon nicht mehr. Ja, Irgendwo ist man also begrenzt. Bruce Willis hatte irgendwann mal Haare, das wissen manche Leute gar nicht mehr. Aber es gab diese Zeit mal. Diese Zeit mal und es steht ihm nicht. Man muss auch sagen, für die Zeit damals, also das ist recht dynamisch gemacht, also man merkt eben doch den Einfluss des Films. Also viele Actionfilme basieren jedenfalls auch heute noch zu großen Teilen auf Stirb langsam. Wenn man sich hier anguckt, das ist sozusagen halt eben das Urmanifest eines Actionfilms, mehr oder weniger. Allerdings ist das das Gleiche, was wir für dich mit Herr der Ringe gesagt haben. Es ist das Urmanifest eines Fantasy-Buches und das fandst du trotzdem schlecht. Das geht mir, Ja. so geht es mir mit Stirb langsam. Ja. Also, ich finde ihn nicht schlecht, aber auf jeden Fall nicht Also, sagen gut. wir so, aus heutiger Sicht, wenn man eben mal die Brille der Nostalgie absetzt, ist er bestenfalls mäßig, seien wir ehrlich. Man muss aber auch ehrlich sagen, Actionfilme, die jetzt wirklich gut, plausibel oder jetzt auch wirklich in irgendeiner Weise logisch sind, sind an sich rar gesät. Muss man auch anmerken dazu. Plausibel muss er nicht sein, aber der war langweilig. Ja, das ist Für die ja damalige Zeit vielleicht nicht zugegeben, das weiß ich ja, ich versuche es ja auch so zu sehen, aber. Ja, ich frage mich jetzt auch so, also wenn man jetzt eben mal so in 20 Jahren auf Matrix guckt, wie man die dann finden wird. Da würden Sie sich fragen, woher wussten die das? Ja, vermutlich. Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, es gibt eigentlich im ersten Teil nicht viel zu sagen, es hat auch eigentlich nicht viel Handlung. Es gibt ein paar Explosionen, es gibt einen Computerspezialisten, was es übrigens in jedem außer dem fünften gibt, glaube ich. Es hieß auch, glaube ich, dann noch Computerspezialist. Ja, es gab damals auch noch keine Hacker, es gab damals bloß Computerspezialisten. Genau. Und ja, wie gesagt, mehr bleibt im ersten Teil eigentlich gar nicht so richtig zu sagen. Man könnte natürlich die Handlung einzeln aufdröseln. Das wären dann in 5 Minuten, aber naja, das muss jetzt nicht sein. Deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach, da war sowieso alle machen gleich zur Wertung. Wie viel würdest du uns einmal in Prozent geben? In Prozent. Persönliche Wertung wohlgemerkt, ist das Persönliche gerade. Wertung, also mit allem drum und dran. Ich würde wirklich mit viel Wohlwollen den ersten Teil eine Wertung geben von, sagen wir 70%, was vor allen Dingen an den netten Nebenfiguren liegt und an den John McClane-Sprüchen, die eingeführt wurden. Plus daran, dass es Fundament ist für viel spätere Filme. Also als filmhistorisches Dokument 70%. Als Film an sich ohne Nostalgiebonus, naja, vielleicht 60. Sagen wir es so, da ich im Anschluss die anderen gesehen habe direkt und nicht jahrelang auf drauf warten musste und nicht aus dieser Zeit stamme, So alt bin ich auch nicht übrigens. sagen wir, ja, 62 mit den ganzen Boni, weil, wie gesagt, dadurch, dass er die gerade die größte Zeit rumsaß, was er in den anderen Filmen dann nicht gemacht hat, wodurch eigentlich dieser Kult um ihn entstanden ist, dass er halt wirklich was getan hat. 62 für den ersten. Mal sagen, dann hat eben 1990 und ich glaube 90 war es gewesen, kam ein Teil 2 ins Kino. Harder. Die Harder. Im Englischen. Und ja, das ist nämlich der Grund, der Film ist der Grund, warum ich die Stirb langsam Reihe so lange ganz, ganz, ganz weit aus meinem Gedächtnis geschoben habe. Ich habe nämlich irgendwann mal eine Szene gesehen, die mitten in der Schießerei losging und da dachte ich, ah, Actionfilm, ah, Bruce Willis, weiter. Das habe ich mir mal komplett angeguckt. Ich finde ein bisschen besser als den ersten. Man muss auch sagen, das Setting ist etwas größer. Also diesmal Also gut, spielt's warte, ganz genau. ja auf dem Flughafen. Also das heißt, das Setting ist ein bisschen größer, es ist auch etwas mehr Dynamik drin. Die Action-Szenen sind noch übertriebener, aber
ersten Sache, also so ein Punkt der Reihe, die sind eigentlich immer so, dass man sagen kann, wow, das ist unrealistisch, verdammt viel Glück, aber niemals so, dass man sagt, es geht überhaupt nicht. Genau. Außer in Teil 5, aber dazu kommen wir noch. Ja. Ich wollte es gerade deswegen nicht sagen. Und man muss sagen, in Teil 2 gibt es halt eben, wenn man es erstmal sieht, einen relativ unerwarteten Twist. Ja. Gegen Ende hin. Ja, doch, da saß ich auch plötzlich davor und dachte, wow, also eigentlich können wir spoilern, der Film ist 1990, also Ja, ist also wer ihn egal. jetzt nicht kennt, daher bitte Also ausmachen. es gibt ein Sondereinsatzkommando, das eine Terrortruppe, nennen wir es jetzt mal, also das waren eigentlich bloß Diebe, oder? Naja, das waren letztens was Erpresser. Nee, warte, das waren schon Terroristen, die hatten ja Ah, nee, komische Ziele. da waren die Terroristen, genau. Da waren die Terroristen und das Sondereinsatzkommando gehörte letztendlich zu denen und hat die gedeckt. Und das hat man aber irgendwie nicht so ganz kommen sehen, finde ich. Nee, Also war ich positiv überrascht von zumindest der Szene. das kam schon recht unerwartet. Und John McClane natürlich mal wieder unterwegs. Ach ja, und hier auf so eine kleine technische Neuerung. John McClane verwendet zum ersten Mal ein Telefax, ja. Damals war es noch Attenborough neu, also mal wieder die Technik. Ja, Und es genau. gab auch diese frühen, man könnte sagen, Kontrollsystem-Hacker. Also wie hat also gute Technik aus den frühen 90ern gab es halt eben. Genau. Problem für mich, ich bin ja ein bisschen auf deutsche Synchro, mag ich ja an und für sich schon gerne, bloß da haben sie die Stimme geändert. Nee, es war auch ein Teil 3 gewesen mit Travolta. Was mit. Ach, stimmt, das war Teil 3 mit Travolta. Hier hat er noch die normale Stimme Genau, in gehabt. Teil 2 war noch alles gut. Stimmt, also Travoltas Stimme war trotzdem im zweiten Teil für einen der Bösewichte. Und muss sagen, Teil 2 hat ein sehr, sehr geiles Action-Ende. Ich meine, John McClane Ja. fackelt ein Flugzeug ab, das gerade startet. Und er schafft also dadurch gleichzeitig durch die brennende Treibstoffspur eine Landebahn für die Maschinen, unter anderem auch die Maschinen seiner Frau, die über ihn kreisen, die dann sicher runterkommen. Das, Leute, ist echte Heldentat. Ja, kurzer Nebenplot, Erwähnung. In dem Flugzeug redet die Frau ständig mit dem Reporter, der im ersten Teil dafür gesorgt hat, dass er da drin ein Problem in dem Hochhaus Probleme gekriegt hat. Ist das nicht eine super Handlung, wenn diese lockentragende Mistkuh, die sowieso keinerlei Bedeutung hat? Entschuldigung, Ja. ich fand die Frau total furchtbar. In beiden Ja. Filmen. Ja, also, Gott, was hat die Holly was gewesen? Holly Gennaro ist ja seine Frau. Ich tauchte doch bloß in den ersten beiden Filmen auf. In den letzten anderen Filmen wird sie bloß noch erwähnt. Wenn überhaupt. Ja, und auch so eine Kleinigkeit, in Teil 2 ist seine Ehemann nicht völlig hinüber. Ja, das ist in allen anderen Teilen der Fall. Ja, definitiv. Also das ist der einzige, wo er noch, nennen wir es mal, glücklich verheiratet ist. Die Kinder sind auch noch klein. Ja, also in Teil 1 kann er die Ehe noch retten durch diese Geiselnahme, wo er Zelt dasteht. Also merkt euch das, wenn die Ehe hinüber ist, dann einfach den Geiselnahme beenden. Guter Ja. Tipp. Wie gesagt, in Teil 2 ist alles okay und dann in Teil 3 und 4, naja, egal, kommen wir noch zu. Genau. Also für den zweiten Teil. Wertung machen wir jetzt einfach, wie gesagt, wir müssen das ja nicht ewig in die Länge ziehen. Also ich würde auch sagen, weil er wirklich ein bisschen gesteigert hat, auch von der Geschwindigkeit her, würde ich sagen, 75% soll wirklich schon fast gehen. 67. Kann man auch mitgehen. Wie gesagt, da er keine Figur an seiner Seite hat, die ihn irgendwie noch so ein bisschen ergänzt und so weiter, das ist halt ein bisschen schade drum. Naja, es gab unten auch noch diesen Hausmeister, Wartungstechniker da, der ein bisschen was macht, aber der war jetzt auch Aber der nur war halt zu kurz geringlich. da, Aber zu wenig. der war zwar gut, aber es war halt zu kurz da, genau. Ja, zu wenig Screentime. Das ist Gut. aber ganz anders in Teil 3. Genau, kommen wir zu Teil 3. Teil 3 handelt von einer richtigen Terrortruppe, also die sich zumindest als Terrortruppe ausgibt. Was eigentlich Liebe sind letzten Endes. Letztendlich sind es Diebe, aber sie tun so, als wären sie Terroristen. Und Ex-DDRler übrigens. Ex-DDRler, das ist ja eigentlich das Schönste, und eine russische Kampfschlampe. Ukrainischer Kampfsport, oder wie es war. Verzeiht den Ausdruck, aber letzten Endes war sie das. Ja. Und letzten Endes wird John McClane in ein wird ein Racheakt an ihm vollzogen, könnte man sagen. Und er muss durch Harlem laufen mit einem Schild I hate niggers, und zwar nackt. Ganz Und wird recht. dort von einem Ladenbesitzer, sagen wir mal, gerettet im weitesten Sinne, Ja. der übrigens von Das ist Samuel L. Jackson. Samuel Jackson. Ja, es ist einer der drei typischen schwarzen Filme. Ich wusste bloß gerade nicht mehr, was Morgan Freeman oder was Samuel Jackson war. Nee, das Morgan war Freeman. Jackson. Na, Ja, es sehr war gut wurde Jackson. übrigens. In einer sehr guten Rolle. Und zwar als Zeus. Zeus, ja, er ist Zeus. Als Zeus. Und er klettert auch, ja, wie der Donner, Blitz, treten dir den Arsch, Zeus. Und ich muss sagen, Teil 3 gefiel mir von der Reihe, also ehrlich gesagt, fast mit am besten, weil das Zusammenspiel zwischen Zeus und eben McLean ist absolut klasse. Genau. Also sie müssen letzten Endes für diese Terroristentruppe mehrere Aufträge erfüllen, weil sonst irgendwo Bomben hochgehen könnten. Wie also richtig kleine, kleine miese Rätsel lösen und kleine Kniffeleien machen. Sowas wie, das eine habe ich noch im Kopf, da ging es halt um einen, da hatten sie zwei Flaschen und sie mussten genau Drei Gallonen hier, richtig, drei genau, okay. Gallonen reinfinden, aber 4 Gallonen passten in die Flasche. Und dieses Gewicht von den 3 Gallonen hat die Bombe entschärft. Und nur sowas. Es geht ganz schön lange, so bis halt eben die ganze Sache nachher aufgelegt wird.
Es gab ein paar sehr gute Action-Szenen, also allen voran möchte ich erwähnen, also McLean fährt Fahrstuhl, eine sehr schöne Action-Szene, bis heute noch. Welche war das hier im Fahrstuhl? Ich kann nicht mehr im Kopf. Wo McLean Fahrstuhl ist und dann hier also im Fahrstuhl in einer Schießerei auf engstem Raum 4 oder 5 Leute fertig macht. Ach ja, ja. Genau, die war super. Und viele, viele und teilweise auch wirklich überrassistische Sprüche. Ja, und vor allem von dem Schwarzen kommen die Sprüche. Genau, der Schwarze ist übrigens ein Riesenrassist, er hasst nämlich Weiße. Ja. Da gibt es wirklich viele, viele schöne Szenen. Und man muss sagen, also Samuel Jackson stiehlt Bruce Willis fast ein bisschen die Show. Ja, wobei John McClane ab dem Teil erst cool wird. Das stimmt, ja. Das muss man ihm lassen. Mhm. Ganz kurz, technisch Neuhof war ja eigentlich die Bombe. Genau, ja. Wie hat die nochmal funktioniert? Das ist eine binäre Flüssigkeit. Also die Bombe besteht aus 2 Komponenten. Und das, also wenn man die vermischt, wird die Bombe scharf. Genau. Mhm. Gibt es übrigens wirklich, und war damals, als der Film erschien, noch eine absolute Neuerung. Genau. Und letzten Endes kommt es zu einer der schönsten Szenen der Filmgeschichte, muss ich echt so sagen. Die sind nämlich in einem alten, war das ein Abflusssystem? Ja, genau, es war ein, also ein Neutunnel so. Mhm. Das war ein altes Abflusssystem, was umgebaut, also was renoviert wurde und erweitert wurde und dergleichen, und sie sind durchgefahren. Und letzten Endes gab es dort drin einen Wasserbruch aufgrund der Terroristen, die halt fliehen wollten. Und McClane wird da durchgespült. Mhm. Buchstäblich. Wirklich buchstäblich. Und fliegt plötzlich aus einem Gulli heraus. Mhm. Und genau in dem Moment fährt Zeus vorbei, den er vorgeschickt hat, woanders hin. Und dieses legendäre Zitat möchte ich, dass du es bringst. Sag mal, du tust vor alles, damit ich auf dich aufmerksam werde, oder? Ich konnte nicht mehr vor lachen, das war so gut. Richtig, richtig geile Szene. Und natürlich auch diese wunderbare Dialog zwischen beiden. Da, du hasst mich, weil ich weiß bin. Und er sagt nur, nein, ich hasse dich, weil ich wegen dir draufgehen werde. Ja. Nur sowas, den ganzen Film über. Also er macht sehr viel Spaß, muss man sagen. Ja, er macht viel Spaß, es sind viele dumme Sprüche drin, es ist Action drin, und so mag ich Actionfilme viel lieber, wenn sie nämlich auch noch Humor beweisen können. Sehr, weil das taten die ersten beiden so ziemlich nicht. Ja, und dann sagt zwar Ehe, die Ehe wird hier am Rande auch was erwähnt, hier ist er bereits geschieden, aber am Ende des Films ruft er Holly einmal an. Ja, also er kann sich durchringen, weil Zeus ihn quasi zu zwingt. Ja, Zeus ist eine geniale Figur, wirklich. Ja, super. Ja, persönliche Wertung, ja. Also tatsächlich, weil ich sagen muss, dass mir von der Reihe her, wenn ich ehrlich bin, sogar am besten gefällt, vor allen Dingen wegen der guten Nebenfiguren. Ich würde fast so weit gehen, dem eine 90 zu geben, ganz ehrlich, weil ich von dem Film sehr gut unterhalten wurde. Also ich könnte mich jetzt nicht zwischen 80 und 85 entscheiden, weil ich bin ja nicht so der riesen Action-Film-Fan, das weißt du. Ich eigentlich auch nicht, aber er funktioniert einfach sehr gut, auch heute noch. Ja, wie gesagt, der funktioniert gut, die Dynamik ist gut, die Figuren sind super, deswegen... Jerry ist auch super, der Lastwagenfahrer. Ja, der Lastwagenfahrer, der mega intelligent ist. Mhm. Also, oder beziehungsweise viel, viel... Allgemeinwissen hat. Über vor allem die US-Geschichte. Mhm. Genau. Und letzten Endes wusste kein einziger Polizeimitarbeiter, wer der 21. Präsident, der 21. Präsident der Vereinigten Staaten war, was die Kinder eigentlich in der Schule lernen müssen dort. Eigentlich ja, das war, oh Gott, war... Ich komme auch nicht drauf. Ja. Carter, glaube ich, was gewesen. Nee, konnte nicht die Carter Watch. Bevor wir uns hier noch was verstricken. Das egal, ja, das soll sein. Also jedenfalls 21. Genau. Präsident. Ich würde sagen, ich gebe 83% als Kompromiss. Kann man auch mitgehen. Also wie hat, und auch trotz Alters, er ist von 95, 96, glaube ich, irgendwie Dreher. Ja. Immer noch älter als meine Schwester. Ja, auf jeden Fall immer noch heute sehenswert. Also man kann hier echt so gucken, man könnte hier wirklich 1:1 ins Kino bringen, es würde wahrscheinlich kein großes auffallen, also wirklich gut gemacht. Genau. Kommen wir zu Teil 4, den versuche ich mal zu erklären. Ich muss bloß noch mal kurz, das war in Washington, ne? Der spielt größtenteils in Washington, also genau. Teil 8 ist in Baltimore, also, aber größtenteils in Washington. Genau. Es gab mehrere Hacker-Durchgriffe an einigen wichtigen Stellen der USA und John McClane wird losgeschickt, um einen Hacker abzuholen. Mhm. Ist letzten Endes erstmal die Grundidee. Letzten Endes sterben allerdings diese Hacker alle reihenweise, die daran beteiligt waren, und man weiß erstmal nicht warum. Es ist mal wieder irgendeine Truppe, die was vorhat, das waren letzten Endes auch wieder Diebe. Im Grunde der Konsequenz, ja, sie wollten sowohl die Regierung kritisieren als auch Geld klauen, also beides. Ja, so zeitgleich. Mhm. Also Diebe mit Motiv. Genau. Außer Abkehr. Moment. Kurz zurück. Ich möchte noch, wir hatten die Begründung vergessen, warum sie sich an John McClane rächen wollten. Stimmt, ja. Es war der Bruder des Bösewichts aus Teil 1. Ganz recht, ja. Entschuldigung, ich rede immer so, das ist grässlich, aber es muss jetzt noch eingefügt werden. Und zu Drecker dazu. Davon mal abgesehen. Ja. Korrekt. Und wie gesagt, okay, Teil 4. Also wie gesagt, er soll den Hacker abholen. Alle Hacker sterben rein, was da waren wir. Und der junge Kerl dort hat Glück. Ich habe seinen Namen vergessen. Matthew. Matthew hat relativ Glück, denn er drückt nicht auf die Delete-Taste, die nämlich bei allen die Bomben in ihren Computern ausgelöst hat, was ich sehr, sehr mies finde. Eine clevere Idee übrigens. Also die haben die Computer gestört und ein Hacker fummelt ja sofort rum und kriegt es meistens gebacken. Aber wenn er in dem Fall die nötigen Tasten gedrückt hat, hat sich halt alles dort hochgejagt. Mhm. Und letzten Endes
wird er durch McLean davon abgehalten, weil McLean an der Tür klingelt. Und ein Spezialkommando, sagen wir mal, der Bösewicht, geht rein, kämpft mit denen. McLean zieht wieder seine Waffe, die er übrigens in jedem Teil hat, auch wenn sie im ersten Teil anders aussieht als in den anderen, weil sie noch so einen Aufsatz hat, der irgendwann verloren gegangen ist. Ich glaube ja, sie hat das immer die gleiche Knarre und das Lustige ist halt eben, die Alte auch mehr Schauspieler, also sie wird auch irgendwann älter. Die sieht immer abgewrackter und kaputter aus. Wie total McLean selber. Wie McLean selber, in jedem Film. Er sieht immer fertig aus. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja, und letzten Endes kämpften sie in der Wohnung und die Wohnung wird total zerlegt. Überall stehen Figuren aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen und dergleichen. Und Terminator. Da war ich gerade dabei. Und nachdem sie es irgendwie geschafft haben, sich so die Größe der Zeit zu werden, fällt plötzlich eine Figur des Terminators und zwar die komplette, das Endoskelett, also dieses Metallgebilde, und fällt genau auf die Delete-Taste und die Bombe wird hochgejagt und die bösen Leute werden erwischt und die anderen beiden können abhauen. Sehr geil, Szene übrigens. Genau. Und was sie vorhaben, ist ein Begriff, den hat der Film geprägt, der ist mittlerweile offiziell so anerkannt, nämlich Fire Sale. Die wollen alles lahmlegen, damit Chaos entsteht und so ein Anarchiebereich sozusagen losgetreten wird, in dem alle losrennen und also Scheiße quasi bauen. Also wie quasi der Auskauf nach einem Großbrand, nach einem Fire Sale halt. Genau, und in der Zeit versuchen sie etwas zu klauen, um Geld zu kriegen, um irgendwen fertig zu machen, weil sie... Rache, wollten die Rache? Ich habe die Motivation nicht ganz verstanden. Naja, also der Chef von dem, übrigens gespielt von Timothy Olyphant, ein ganz, ganz... furchtbarer Schauspieler. Absolut furchtbarer Schauspieler und auch ein völlig gesichtsloser Schurke. Also da waren Gegner aus dem Teil 2 wesentlich besser, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also der war quasi der Chefentwickler von der Cybersicherheitsabteilung im Verteidigungsministerium. Ach stimmt, und der wollte eigentlich nur zeigen, wie schlecht sie sind, dass sie nicht auf ihn gehört haben. Genau, und der wurde auf ihn rausgeworfen und der wollte sich quasi an denen rächen und sozusagen Profit machen. Und das Backup zerstören. Ganz recht. Das Backup mit allen Steuerdaten der USA genau, war. Genau, das wollte er noch zerstören. Zusätzlich zu dem, dass er wie viel Gold geklaut hat? Gold klauen war im dritten Teil. Nee, ist im dritten Teil, ja genau, richtig. Mit dem Goldbarren, den er mitgenommen hat. Nee, diesmal geht es ins Kapital Amerikas, was übrigens auch den größten Rat der Geschichte darstellt, mit ihren, wie auch immer die haben, ich glaube 12, 13 Billionen, oder keine Ahnung, also jedenfalls sehr, sehr viel Geld. Ja, stimmt, genau, das haben sie genommen. Und ich muss einfach sagen, hier funktioniert das Zusammenspiel zwischen Matthew und McLean super, weil Matthew ist ein ziemliches Weichei. Aber ein cleveres Weichei. Ein cleveres Weichei, Asthmatiker auch noch. Und McLean, der echt so Aktionen bringt. Wahrscheinlich auch Diabetiker. Ja, und wahrscheinlich auch Diabetiker. Nee, danach sah er nicht aus. Warte, aber ich sag, mein Zuckerspiegel ist auf und runter, bla, und diesen lasse ich mir irgendwas essen. Ja, mein Blutzucker ist runter, sagen auch viele Leute, die sich wichtig tun wollen. Okay, gut, ja. So wirkt er eher. Ja. Er ist ein ziemlich arrogantes Arschloch. Ja, passt auch sehr gut zu McLean. Passt sehr gut dazu, genau. Und, es kommen halt so Aktionen wie, ich hole mit einem Auto einen Helikopter runter, weil ich keine Munition mehr habe. Sehr geiler Spruch übrigens. Sehr geiler Spruch, muss ich auch zugeben. Da musste selbst ich lachen, der ist so dreist. Und letzten Endes, der Hacker macht immer was, McLean macht immer irgendwas kaputt. Im Prinzip läuft es so läuft es genau darauf hinaus. Und letzten Endes wird aber McLeans Tochter entführt, Lucy. Die vermutlich, wir haben nicht nachgeguckt, die vermutlich die gleiche Schauspielerin ist wie das kleine Mädchen damals. Könnte wirklich sein. Also würde passen. Also wenn es so gut gecastet. Gespielt von Mary-Louise Weinstein ist das übrigens, die Schauspielerin. Und man muss sagen, also mit Lucy hat man sogar gleich eine zweite starke Nebenfigur. Also Lucy ist sowas von McLean als weiblich, es geht gar nicht. Ja, also sie ist vorlaut, hört nicht gern zu. Gewaltbereit. Ja. Generell aggressiv. Ja. Hat eine Riesenfresse. Aber hat auch irgendwie was dahinter. Das ist ja das Schöne. Ja, sie ist auch trotzdem irgendwie ein bisschen was Weiblichkeit. Also es ist einfach eine sehr gute Figur. Ja, einfach eine sehr starke Figur. Funktioniert einfach wunderbar. Und es gab mal eine dritte geile Nebenfigur. Ach ja. Der Warlock. Erzähl mal kurz. Der Warlock. Der Warlock wird nämlich gespielt von Kevin Smith. Wer Kevin Smith nicht kennt, Kevin Smith ist der Regisseur von Filmen wie Mallrats oder auch Dogma. Chasing Amy. Und Chasing Amy, den kennt aber fast niemand. Leider Gottes, besten Film. Ja, Dogma kennt man doch. Aber ja, Dogma ist nicht. Oder auch Jay und Silent Bob schlagen zurück. Er ist Bob, genau. Silent Bob, eine Figur, die nie redet. Und dieser Regisseur ist so unglaublich schräg, so unglaublich nerdig, dass man vermutlich sogar in seiner eigenen Wohnung gedreht hat. Man kann es nicht ganz ausschließen, das ist das Schlimme daran. Genau, der wohnt bei seiner Mutter im Keller. Ich glaube, die haben den ein bisschen Fettsuit angezogen, weil ich glaube, so dick ist der Canon wirklich nicht. Nee, aber also war halt ziemlich füllig.
und hatte ein riesen Computersystem, also überall Poster und auch kleine Figuren und alles mögliche rumstehen, überall an den Wänden standen Comics, man hat es noch gesehen und der saß da echt zwischen auf so einem riesen Chefsessel mit zwei Tastaturen, wenn ich mich gerade nicht täusche, und hat von da aus alles geredet, also war der beste Hacker der USA sozusagen. Der Warlock. Und bei dem haben sie sich dann eingeklinkt, um mit denen zu reden. Der kam so gut an, der kam so gut rüber. Auch ein Gast hat zwischen ihm und McLean. Sag mal, stehst du auf Boba Fett? Gut, genau, der Warlock und sein Zitat. Wie war's? Vergiss das. Genau, wir sind wieder da nach einem kurzen Anruf, den Tobias nach einem kurzen Anruf, der an Tobias gerichtet war. Der war sehr wichtig. Ja, er war sehr wichtig. Genau, wie war's? Magst du Boba Fett? Nein, ich stehe mir auf Star Wars. Geniales Zitat. Geniales Zitat. Und natürlich, hat er auch kein Kerloch, nein, er hat eine Kommandozentrale, laut eigener Aussage. Ganz genau. Nur so ein Scheiß von ihm. Ja, die ganze Zeit. Generell geht es halt viel ums Hacken, um Computer und dergleichen. Wie gesagt, diese Neuerung im Hacking-Bereich. Absolut super. Mhm. Deswegen war der Film war eigentlich der technischste von allen, mit Abstand. Der wurde übrigens von den Fans damals sehr stark kritisiert. Ich finde es unrecht, also er überzeugt einfach, wie ich finde, was halt eben vor allem an den Nebenfiguren nicht die klasse sind. Ja. Außer halt eben den Schurken, der sehr, sehr gesichtslos ist. Aber der ist total sind platt. Wangs Geist, es ist Mai, dieser Asiate, mit der nachher McLean also kämpft. Ein sehr, sehr cooler Kampf zwischen halt eben noch 50-Kilo-Frau und John McLean. Das ist sehr zum Brüllen. Während sie Skill hat, hat er eigentlich den John McLean-Stil. Draufhauen, nochmal draufhauen und Glück haben. Und improvisieren. Das ist John McLean-Kampfstil. Ja. Das ist also Jackie Chan ohne Kampfkenntnis. So ungefähr. So muss man sich das vorstellen, genau. Und ich merke eigentlich, wie derbe das hier die ganze Zeit aussteht. Wir müssen so dermaßen laut sein gerade. Ach, mein Gott. Stört mich nicht. Gut, genau. Persönliche Wertung bei dem Film? Also es ist halt 3, fand ich durch Samuel L. Jackson so ein kleines unterhaltsamer. Aber ich würde fast sagen, stopp langsam 4, vor allem weil ich ein Kino gesehen habe und der das wirklich sehr gut kommt. Und weil John McClane in dem Film am stärksten also abgefragt ist, weil er sie selbst anschießt und meinen Kerl zu erschießen hinter ihm steht. Ja. Würde ich sagen 85%. So hoch gehe ich wirklich. Genau darauf gehe ich auch. Ich fand nämlich aufgrund des Gesamtbilds aller Nebencharaktere ein ganz kleines Stück besser als den dritten. Trotz Timothy Olyphants Präsenz? Den habe ich einfach ignoriert. Okay, kann man doch sagen. Der war noch ein bisschen Schurke, der zählt nicht. Da hätte man genauso gut Dr. No oder wie der heißt hinsetzen können, von dem man nie das Gesicht sieht. Oder ja, weiß. Stimmt. Oder irgendeinen Statisten. Ja, irgendeinen Statisten hätte man da hinstellen können, das wäre vollkommen egal gewesen. Wie gesagt, deswegen aber halt die Nebencharaktere auf der guten, in Anführungsstrichen, Seite, weil John McClane baut eigentlich nur Scheiße. Wenn man mal ganz ehrlich ist, der bockt sich eigentlich alles selber ein. Wie so oft? Ja, genau. Ich glaube, der vierte hatte keinen Untertitel, oder? Doch, also... Der dritte war Die Hardest. Nee, Die Hardest, glaube ich, wie es war. Genau, auf Deutsch stirbt langsam jetzt erst recht. Genau, richtig. Furchtbar. Mit Teil 4 war dann Die Hard 4.0. Ach, genau. Genau. Weil es ja so computermäßig ist. Richtig. Ah! Eine Anspielung. Boah, geil. Gut, kommen wir zum... Dann nennen wir es fünften Teil. Ja, also deutscher Untertitel. Ein guter Tag zum Sterben. Genau, und... Im Original? Ja, ich sehe mal ganz kurz nach. Ich habe hier die Folie liegen. Ich schau mal nach im Original. Good Day to Die Hard. Das ist auch nicht viel besser. Das ist wenigstens ein gutes Wortspiel. Okay, gut, Das kann man als Wortspiel durchlesen, den deutschen Titel nicht. Ja. Aber zum langsamen Sterben... Ein guter Tag zum langsamen Sterben wäre richtig geil gekommen. Jetzt ist es wenigstens so konsequent durchgezogen. Wobei Die Hard ja auch nicht langsam sterben heißt. Nee, aber ich meine, das wäre in Bezug auf den deutschen Titel ein gutes Wortspiel gewesen. Wobei, soweit glaube ich, gerecht die deutsche Unterteilung auch nicht, in dem Fall nicht. Also in der Regel. Naja. Genau. Also, worum geht's im fünften? Das ist eine große Frage. Ich versuche es zu beschreiben. Ja, erklär mir erstmal richtig, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich glaube, John McClane geht nach Russland, um seinen Sohn zu suchen, mit dem er seit Jahren nicht geredet hat. Genau. Lucy taucht kurz auf und das ist so mit der Lichtlüge des Films, weil sie sagt, bitte bau nicht so viel Scheiße in Russland, das war nicht super. Was ist eine von den zwei guten Szenen, die es gibt? Ja, ist eine von wirklich, das ist kein Scheiß, es gibt nur zwei gute Szenen in dem Film. Ja, Lucy? Lucy und eine kommt kurz danach. Kommt noch. Und er fliegt dann wirklich rüber und der Sohn ist bei der CIA. Er ist bei der CIA mittlerweile. Weil er nicht Polizist werden wollte, weil er nicht werden wollte wie sein Vater, weil die CIA ja so groß andere Sachen macht. Ja, ihr seht, die meisten Kinder stürzen ab, werden irgendwann drogenabhängig, kriminell, sonst was, gehen zur Armee und kämpfen in den Irak. Nein, dieser Sohn rebelliert, näher zur CIA geht. Zieht's euch rein. Und ist 5 Jahre in einer Undercover-Aktion befreit jemanden, der geheime Informationen hat in Bezug auf Atomkraft, glaube ich.
Und nee, sorry, ist ziemlich höher und eigentlich auch also man versteht nicht ganz, warum der Typ dort im Gericht sitzt und letzten Endes wird das Gericht hochgejagt. John McClane sieht seinen Sohn abhauen, redet mit ihm, wird von ihm vollgeschnauzt und wird dann irgendwann doch mitgenommen bei einer wüsten Verfolgungsjagd, wo ja, ein Panzerwagen durch eine Betonsäule fliegt. Die wirklich nur da war, wenn das Ding durchfliegen kann. Also es gab eine ewig lange Verfolgungsjagd, die aber gut war. Die vollkommen okay war, nicht so cool wie Blues Brothers, aber die vollkommen okay war. Und das eine Auto fliegt, dieser Panzerwagen fliegt von der Brücke. Und er muss genau in diesem Moment muss ein Lastwagen vorbeifahren, der einen riesigen Schornstein fährt. Und genau da rein fliegt der Panzerwagen. Gott, ich habe mir so einen Kopf gefasst. Was macht die da? Warum tun die das? Wo haben die das Geld für scheiß Betonteil her? Das waren meine Gedanken in dem Moment. Das war furchtbar. Ach, und Gott, letzten ja. Endes wird er dann mitgenommen, weil und vollgeschnauzt, weil er ja die Mission zerstört hat. Erwähl mal ganz kurz den Rosen mit der zweiten guten Szene. Genau, auf dem Weg, auf der Suche nach seinem Sohn. Ah, nee, auf der Verfolgungsjagd schnappt er sich, landet er mit seinem kaputten Wagen vor einem anderen. Der Fahrer steigt aus, quatscht auf Russisch voll. John McClane haut ihm eine rein und sagt, denkst du, ich verstehe dein Gequatsche. Nimmt sich den Wagen und fährt weiter. Das war super. Ja, ja. Das war super. Genau sowas habe ich eigentlich die ganze Zeit erwartet. Mhm. Nur solche Sprüche. Aber wurde nichts draus. Leider. Ja, da wird sich immer wirrend konfuser. Es gibt halt eben viele, viele Schießereien, viele, viele Ballereien. Diverse Russen-Klischees, muss man sagen, werden aufgegriffen. Ja, ganz viele Russen-Klischees. Mhm. Und letzten Endes kommt... noch raus, dass... Moment. Genau, Moment. Die Tochter des Typen, den der Sohn von McClane befreit hat. Mhm. McClane, nicht McClane. McClane, ja. McClane befreit hat. Ist auf der Seite der Bösen und nimmt den Vater mit. Und die anderen beiden werden zurückgelassen zum Sterben, aber sie schaffen es, indem John McClane Witze erzählt und der Junge ein Messer hat. Ja, Pistolenmesser. Ein Pistolenmesser. Ganz recht. Genau, also so ein, also eher so ein Sprungmesser. Ja, eine Pistole vorgesungen. Genau. Nee, die Pistole haben sie sich von dem Typen geknallt. Nee, das war beides drin gewesen. Also, da hat sich was vorne geklingelt und hinten konnte das war das Messer, was im Schuh hat. Das hatte keine Pistole. Ja, das hat man ganz kurz gesehen, hat sich ein Messer in den Schuh geschickt. Und die Leute, die sie erschießen sollten, obwohl sie wussten, die beiden Typen haben eine gewisse Kampfausbildung, die haben schon mehrere Leute von ihnen erledigt, haben sie nicht auf Waffen überprüft. Es gibt auch noch ein paar recht nette Szenen, wo er McLean seine alten Taktiken anwendet. Zum Beispiel, als die in dieses Gebäude eindringen möchten. Und der Sohn fragt jedenfalls die anderen aus. Ja, Sicherheitsvorkehrungen, Magnetschubkarten, Kameras, Bewegungsmelder, was alles drin ist. Mhm. Und McLean geht jedenfalls hin, besticht einen Kellner mit einem Bündel 100-Dollar-Scheine. Und bekommt auf die Weise einfach die Zugriffskarte und so kommen die auch rein. Was ich echt klasse fand, die Szene. Ja. Aber leider sind solche Szenen halt eben viel zu selten. Ganz genau. Oder das Auto knacken, wo er Schlüssel klaut. Ja, Alter, damit die Schlüssel, das war gut. Die Kasse knacken, was auch schön war. Genau, also es gab schöne Momente, aber leider zu wenig. Mhm. Und nun ja, letzten Endes. Das Finale. Es kommt ungefähr 5-mal vor, dieser Spruch. Ja, die Mission ist gescheitert. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, die Russen verfolgen uns immer noch. Ach ja, übrigens, die Mission ist gescheitert. Wusstest du eigentlich schon, dass die Mission gescheitert ist? 5 Jahre habe ich in den Sand gesetzt. Danke, Dad. Oh ja, bitte, mein Sohn, ich hasse dich auch. Es wirkt noch wie alles sehr blutleer, muss man sagen. Ja, so kommt es die ganze Zeit. Und es gab auch wieder einen schießsicheren Tresen. Ja. Der war gut. Gegen den sage ich nichts. Der schießsichere Tresen musste rein. Aber letzten Endes erfährt man dann, was die Leute vorhatten. Sie brechen nämlich in Tschernobyl ein. Ja, Tschernobyl. Ihr erinnert euch das Ding mit der 30 Kilometer Sperrzone drumherum, was für 300 Jahre gesperrt wurde für die ukrainische Regierung. Ganz genau. Dort brechen sie ein, weil sie da irgendwelche Akten klauen wollen eigentlich. Aber eigentlich hat nämlich der Vater von der Frau, die übergelaufen ist, ein Geheimplan, der war eigentlich auch böse, aber noch böser als alle anderen und hat Atommaterial rausgeschmuggelt, weil er daraus eine Atombombe selber basteln wollte. Ja, das ist kein Scherz, das ist die Handlung. Okay, sie ist ein Scherz, aber es ist die Handlung. Ja, ja. Die sind dort eingedrungen, ohne Schutzanzüge, sind dort stundenlang drin rumgelaufen. Durch radioaktiven Staub. Durch radioaktiven Staub. Und letzten Endes liefern sie sich dort einen Kampf und McClane kriegt das mit, der Sohn kriegt es nicht mal mit. Mhm. Und sie schaffen es trotzdem nicht, den Typen zu erschießen. Liefern sich dann noch einen Kampf mit ihm und seiner Tochter. Die Tochter hat einen Kampfhubschrauber. Mhm. Der Kampfhubschrauber, da hängt McClane dran. Und der Sohn... Und ja, es geht furchtbar, wie ich es nacherzähle, aber es ist wirklich so hohl. Mhm. Und sie dreht sich die ganze Zeit und der Sohn wirft ihren Vater in die Luft, sodass er von den Rotorblättern zerschreddert wird. Dann... Grinst dabei.
und sie grinst aber die ganze Zeit total debil, als ob sie auf Drogen ist. Und dann fliegt sie mit dem Laster in das Gebäude des Atomkraftwerks rein und McLean und sein Sohn springen in ein, wie war der richtige Ausdruck? Also ich würde meinen, es war ein Abklingbecken. Ein Abklingbecken für radioaktive Brennstäbe. Und das alles ohne eine Spur von Verseuchung. Also sie meinten jedenfalls, dass es eigentlich bloß Regenwasser ist, aber das kann nicht sein. Erstmal gab es in Tschernobyl garantiert keinen Angestelltenpool, das kann ich euch versichern. Ja, auch wenn es so aussieht. Ja, es sieht so aus, aber ich würde, ja, das kann nicht ein Abklingbecken sein. Also ihr wisst, Abklingbecken, da werden die alten Brennstäbe reingepackt, damit die runterkühlen. Genau. Wie gesagt, und eigentlich, wenn man da rauskrabbelt, selbst wenn das Wasser jetzt eigentlich mal reingefährt werden sollte, ist man danach derartig verstrahlt, dass man da eigentlich die Stunden zählen kann. Ja, also die hätten eigentlich noch 2 Stunden zu leben gehabt, selbst mit John McClane-Bonus. Bestenfalls. Ja. Letzten Endes fliegen sie aber einfach zurück, nachdem das alles geschafft ist, treffen sie mit der Tochter und alle sind glücklich. Ja, ja, das ist ungefähr Teil 5. Und da muss man sagen, Teil 5 wurde unglaublich verrissen, vollkommen zu Recht, weil hier gab es einfach nichts Gutes. Und also ganz ehrlich, John McClanes Sohn, der enttäuscht als Figur sehr. Ja. Ach ja. Längst nicht so gut wie Lucy. Mhm, ganz Lucy gut. Ist so. Es gab übrigens ein Vater-Sohn-Gespräch, wo sie sich gesagt haben, dass sie sich doch lieben. Und das nicht mitten in einer Schießerei, wo sie beide eine Sekunde vom Sterben entfernt sind, sondern bevor sie losgegangen sind. Nachdem sie übrigens einen Tschetschenenwagen mit ganz vielen Waffen geklaut haben. Wobei das wirklich so ist. Ja. Mhm. Genau, das war es letzten Endes. Gut, Tobias, persönliche Wertung? Teil 5. Also, ach ja, übrigens, da kommen wir gleich noch. Teil 6 ist schon angekündigt und wird auch schon, ich glaube, bereits bald, also bald gedreht. Mhm. Den werden wir auch noch durchsprechen bei Gelegenheit. Aber jetzt zurück zu Teil 5. Also, was ist gut an dem Film? Überlegen, es gab ein paar, eine Handvoll nette Szenen. Lucy war mit dabei gewesen, wäre noch bis kurz. Mhm. Ja, ganz ehrlich, also den Sohn austauschen auf Lucy und hätte es vielleicht sogar geklappt. McLean, also viel, so quasi Bruce Willis, ist mal wieder souverän gut, muss man sagen, trotz allem. Macht ja einen passablen Job. Ja. Oh, aber er ist einfach nicht gut, der Film, echt nicht. Also mit viel, 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 viel Wohlwollen und Respekt vor der Reihe. Und Anerkennung der Leistung von Bruce Willis und den Herzblut, das er reingesteckt in den Film, würde ich tatsächlich hochgehen auf, naja, vielleicht 50%. Aber höher kann ich echt nicht gehen. Ja, das kommt ungefähr hin, sagen wir 45. Ja, ja. Wir hatten das wirklich sehr wohlwollend. Also wenn wir jetzt wirklich so streng wären mit der Filmwertung, müssen wir eigentlich furchtbar zerreißen. Aber allein schon, weil es halt eben in der Reihe mit drin ist und halt eben, ja, auch seine Momente hatte, 50, aber wäre definitiv nicht höher. Bei dir? 45. Ja. War echt schlimm. Also furchtbar. Und ich meine, wir mussten uns schon von 2 furchtbaren Filmen erholen und der war trotzdem furchtbar. Ganz ehrlich. Und Teil 6 ist ja als angekündigt. Also es mag vielleicht böse klingen, aber ich hoffe wirklich, dass man die Reihe damit auch enden lässt. Wenn die Teil 6 mit einem passablen Ende machen, dann hat man eine grundsätzliche Actionreihe bekommen mit 6 passablen Filmen, außer eben ein Durchhänger. Ja. Wenn wir Pech haben, wird schon langsam eher so immer weiter gedreht und wird von Film zu Film immer schlechter, was ich persönlich befürchte. Weil nach wie vor werfen die Filme sehr viel Geld ab. Also auch Teil 5 war ein Riesenerfolg. Gut. Lassen wir uns damit enden, würde ich sagen. Kleine Sache noch, Max. Wegen der Reihe an sich, wie würdest du eigentlich die Reihe ganz bewerten? Mit den Figuren, mit der Grundidee? Sagen wir es so, ich würde mir nur 2 von den Filmen nochmal ansehen. Teil 3 und 4 wahrscheinlich. Ja, Teil 3 und 4. Mhm. Den Rest muss nicht sein. Als gesamtes Bild der Reihe. Puh, lass mich überlegen. Also sagen wir von Filmreihe, sagen wir wirklich im Bereich Filmreihen, die ich so gesehen habe. Sagen wir 67. Ja, also ich würde hochgehen auf 70 bis 75 Jahren, je nach Stimmung. Und ja, also höher kann man echt nicht gehen. Also natürlich hat die halt auch mega Kultbonus, aber wenn man jetzt wirklich mal objektiv rangeht, so toll sind die auch nicht, ganz ehrlich, Leute. Ja. Mehr würde ich sagen, müssen wir dazu jetzt nicht. Ja, also gut, Hauptfigur auf jeden Fall. Also John McLean ist als Figur ganz nett. Als Kultfigur eindeutig. Bisweilen, ja, also bisweilen sehr gute Nebenfiguren halt eben auch nicht einfach, aber bisweilen wirklich gute Nebenfiguren, die es ein bisschen aufwerten. Ganz genau. Also allen voran Zeus und Ian Matthew, die klasse sind. Ja. Die beiden können auch alleine einen Film drehen. Nur ohne weiteres, auch zwei ist ein bisschen für einen Film. Das wäre aber interessant. Das wäre super. Zugegeben. Nee, wie gesagt, reicht so. Man kann sie sich mal ansehen. So muss es aber nicht. Also so würde ich es jetzt beschreiben. Nicht unbedingt. Also Teil 3 ist schon sehenswert. Ja, Teil 3 und 4 sind sehenswert. Den Rest lasst mal liegen. Muss nicht sein. Mal sagen, muss ich es noch teilweise ein bisschen schlecht gealtert. Also Teil 1 sieht man sein Alter wirklich sehr deutlich an. Ja, das war halt, glaube ich, das Hauptproblem, was ich mit hatte. Gut. Ja, danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, Leute, gehabt euch wohl. Ich schneide noch mittendrin was raus. Ja, das merkt ihr dann schon. Macht's gut. Also die Judenwitze? Ganz genau, Tobias, die Judenwitze. Okay. Tschüss.